Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Ausgabe von 7 Tage Poker. Abel Klön in Berlin von Poker Olymp und ich, Robert Wertzmann von Plan B im Weihnachtswahnsinn. Aber jetzt hat sie auch schon im Weihnachtsfieber in Berlin? Also ich persönlich jetzt noch nicht. Es kommt immer erst etwas später bei mir. Wir können mehr oder weniger fast ein bisschen froh sein, dass die GPL vorbei ist. Wir wollen es auch nur ganz kurz erwähnen. Gewonnen hat wer? Die echten Kanadier haben gewonnen. Das ist... Aber die echten Kanadier haben gewonnen. Wir im Sinne von dieses Berliner Team hätte fast gewonnen. Das war so quasi, also einmal waren sie all in im letzten Match und hätten sie das eine all in gewonnen, dann hätten sie ja auch das Ding an sich gerissen. Aber nee, am Ende ging es an die Montreal Nationals und Berlin Bears Zweiter. Ja, am Ende war es einfach super, super langatmig und damit war das Finale einfach genauso wie die gesamte Saison viel zu. Also das Ganze war ja ein bisschen lächerlich auch, oder? Also einerseits fand ich sehr, sehr lächerlich, dass das deutsche Team ausschließlich aus drei Nordamerikanern bestand. Ja. Dann war auch diese ganze Präsentation so lächerlich. Ja, ist auch egal. Wenn wir kriegen eine zweite Saison. Im Januar wird uns bekannt gegeben, wie das Ganze aussieht. Es wird kürzer werden und vermutlich knackiger. Ob es am Ende besser wird, also sehr viel schlechter kann es nicht werden. Schauen wir mal. Was noch passiert ist in dieser Woche, wir haben zweimal WPT, einmal Hui, einmal Pui, oder wie? Einmal richtig Hui und einmal sprechen wir lieber fast gar nicht drüber. Das war die WPT Prag, das war einfach zeitlich ungünstig gelegen. Vor einer Woche fing das Ding an, hat am Ende 167 Entries angezogen. Entries, nicht Spieler, also es sind ganz viele Leute dabei, die sich mehrfach eingekauft haben. Und das ist... Wie teuer? 3000 Euro. So Pi mal Daumen, plus ein bisschen Vieh. Das ist halt, ja, kam nicht mal eine halbe Million zusammen. Kleinste WPT Prag aller Zeiten. Ja, einfach dumm gelegen, weil von der EPT ein bisschen zu weit weg. Parallel noch in vielen anderen europäischen Städten große Turniere. Dann ist die parallel, fast parallel stattfindende WPT in Las Vegas. Ja, kamen halt sehr, sehr wenig Spieler zusammen. Aber hey, wir hatten dann am Ende immerhin einen Deutschen auf Platz 3, den Tonio Röder. Ist ja auch mal was. Immerhin. So. Dann jetzt Hui. Hui ist die WPT 5 Diamonds in Bellagio. Kostet $10,000, also ein bisschen was teurer. Und ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Die haben 791 Entries angezogen. So viele gab es noch nie bei diesem Turnier. Also es gab einmal ein Turnier mit genauso vielen, es gab nie mehr. Alles, was so im Poker Rang und Namen hat, ist irgendwie dabei. Gus Hansen spielt bei diesem Turnier mit. Also das ist einfach ein Name, den man sonst so ja nicht mehr wirklich im Poker gesehen hat. Du hast fast alle großen Deutschen sind da drüben. Also Dominik Nitsche und der Kurganov zum Beispiel. Ja, große Namen hat auch Party Poker zugekauft. Irgendwie komisch, oder? Ja, ich fühle mich ein bisschen an vor 7-8 Jahren erinnert, als die merkwürdigsten Leute Pokerstars Pros wurden. Und die gleichen Leute waren jetzt Party Poker Pro. Das hat ja was. Boris Becker ist der Glückliche, der jetzt bei Party Poker unter die Haube gekommen ist. Augenscheinlich ist es so, dass Party Poker tatsächlich ein bisschen was mit dem Becker anstellen will. Also da gibt es jetzt irgendwie eine Aktion, dass die Spieler ein Heads-Up gegen ihn gewinnen können. Gibt es dann $25,000, wenn man das gewinnt. Es ist Boris Becker, das sollte sehr einfach sein, das zu gewinnen. Ja, es ist eine coole Sache für Party Poker. Zumal er wird bei den Live-Turnieren, die Party Poker hat, dann auch auftreten. Und das ist für die natürlich schon einfach, weil da sonst nicht so viele namhafte Spieler kommen. Aber Boris Becker da sitzt, das ist dann schon was. Ja, aber Party Poker hat jetzt dann Erich Kohlmann, Boris Becker, Jan-Peter Jachtmann, vielleicht noch Ivo Donov, um das Quartett der Junggebliebenen, die am Zenit ihrer Karriere stehen, zu vervollkommnen, oder? Mach dich nicht lustig darüber. Ich glaube, für Party Poker ist Boris Becker tatsächlich ein ganz guter Fang. Jan Jachtmann weiß ich nicht, also man kann Boris Becker am Pokertisch nicht ernst nehmen. Er ist kein ernsthafter Pokerspieler und er wird es auch nicht groß nach außen tragen. Aber so ein bisschen Glamour bei diesen Party-Poker-Turnieren live, ach Gott, warum nicht? Ja, es wirkt so ein bisschen so wie auch die Verpflichtungen, die Edith 8 vornimmt. Halt so dieses, okay, Pokerstars hat das vor 8 Jahren gemacht, wir wiederholen das Ganze jetzt, weil uns fällt auch nichts anderes ein. So wirkt es ein bisschen. Aber gut, ich gebe denen jetzt erstmal eine Chance. Sollen die mit Boris Becker mal ein bisschen was machen? Vielleicht kommt ja mehr bei rum als bei Pokerstars. Arvid, wie schaut es denn aus mit dem Besten der Woche? Haben irgendwelche Ergebnisse von deutschsprachigen? Ich hatte einen nicht deutschsprachigen auf dem Schirm mit dem Joe Keller, der hat das Sunday Warm-Up gewonnen. Haben wir überhaupt keinen deutschen Sieg bei irgendwas? Wir haben bestimmt deutsche Siege bei irgendwas, aber willst du jetzt einen $5-Sieger auflisten?
Nein. Was ich mich wirklich jedes Jahr schon drauf freue, das ist das auch diesjährige wieder Poker Olymp Voting. Aber wie ich aus gut informierten Kreisen weiß, es hat sich ein klein wenig etwas geändert, oder? Wir haben es ein bisschen nach hinten geschoben tatsächlich. Wir fangen damit jetzt erst nach der EPT Prag an, nämlich am 20. Dezember fangen wir mit unseren Poker Olymp Awards an. Wir haben wie jetzt seit nunmehr 5 Jahren 10 Kategorien, in denen wir, das heißt Poker Olymp Redaktion, Jan und ich, Spieler, Events, etc. aufstellen und die Leser stimmen dann ab, wer die besten und die schlechtesten sind. Wir sind jetzt in der 7. Ausgabe tatsächlich, also seit 2010 machen wir Gratulation. das. Welche Kategorien wird es geben? Wir haben 5 Spielerkategorien, relativ naheliegend: nationaler Spieler, internationaler Spieler, Spielerin, Online-Spieler und dann Aufsteiger bzw. Newcomer. Dann prämieren wir das beste Turnier und beste Sendung bzw. neuerdings Twitch-Stream. Und dann haben wir noch die 3 Zitronen-Kategorien, was dann einmal die Udo Gartenbach-Gedächtniskategorie Luftnummer des Jahres, dann Blow-up des Jahres und das Ärgernis des Jahres ist. Gibt es da Vorschläge von euch oder kann man die von sich aus einschicken? Wir bitten unsere Leser, Vorschläge einzuschicken. Allerdings setzen wir uns natürlich auch zusammen und gehen das Jahr einmal durch und alles, was da irgendwie notwendigerweise aufgezählt werden muss, das kriegen wir schon hin. Aber wir freuen uns auch immer, wenn unsere Leser da selbst noch was einreichen und die Abstimmung dann ganz demokratisch entscheiden die Leser, wer gewinnt. Kommen wir nun zu einer irritierenden Geschichte, die sich nicht in den Headlines der Newsseiten abgespielt hat, sondern auf Facebook. Stell dir vor, du kommst in ein Casino, welches du regelmäßig besuchst, um dort ein Turnier zu spielen. Du hast da vielleicht einen Urlaubstag genommen und bist dann noch über 2 Stunden zum Turnierort gefahren, um dort zu erfahren, dass du Hausverbot hast und wieder nach Hause fahren darfst. So ist es dem Schweizer Pokerspieler Theo S. im Concord Card Casino Bregenz passiert. Er fuhr nach Österreich, um dort eine Qualifikationsrunde zur Concord Million zu spielen, und beim Check-in hat er erfahren, dass er im Haus nicht erwünscht ist. Ein paar von euch werden Theo vielleicht kennen, und für die, die ihn nicht kennen, Theo als gutmütig zu bezeichnen, wäre ein zu aggressives Wort. Theo ist ungefähr so gefährlich wie ein Koala-Bär auf Happy Outdoor Mix. Aber was hat Theo gemacht, um im CCC Bregenz Persona non grata zu sein? Nun, er hat auf der Facebook-Seite des CCC Bregenz seine persönliche Meinung über das Service des Veranstalters zu einem 220 € Deep Stack geschrieben, an dem er teilnahm und nicht wirklich zufrieden war. Er schrieb: Dealer schlecht, konnten kaum richtig Deutsch, Rechnen vom Pot war Glückssache, Floorman meist nicht im Raum, Bubblephase, schade für das gute Buffet. Okay, abgesehen davon, dass seine Schreibe auch nicht unbedingt der deutschen Rechtschreibung entspricht, hat er nur seine Eindrücke dem Veranstalter mitgeteilt. Und anstatt mit Kritik professionell umzugehen, überließ das Management die weitere Öffentlichkeits- und Social-Media-Aufgaben dem Security des Hauses, der am nächsten Tag prompt antwortete: Bist 2-mal im Jahr im CC und jammerst, bleib zu Hause, wenn es dir nicht gefällt. 2 Rufzeichen. Nur weil im Turnier nicht weiterkommst, musst nicht gleich heulen. Ja, selbstverständlich ist es das gute Recht eines jeden Veranstalters, ohne Angaben von Gründen ein Hausverbot auszusprechen. Aber für mich ist es einfach ein ziemlich arger Fall von Ungerechtigkeit. Es ist ein bisschen wie ein Kafkas Prozess, wo der Angeklagte auch nicht ganz weiß, warum er vor Gericht steht. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die CCC-Gruppe wirklich Großartiges für Poker geleistet hat. Wir baten natürlich das CCC um ein Statement, dort bedauert man den Vorfall und Theo ist selbstverständlich immer ein gerne willkommener Gast. Bisher hat von der CCC-Gruppe aber noch niemand mit Theo Kontakt aufgenommen. Steht es sonst noch irgendwas an? Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt uns bitte ein Like, abonniert unseren Kanal, ganz wichtig. Und wenn ihr zu dem einen oder anderen Thema was zum Dazusagen habt, bitte schreibt es einfach unten in die Kommentarleiste rein. Wir beantworten jedes und wir besprechen auch jedes. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao, ciao. Spürst du die Wochen was? Spielst du die Wochen was? Spulst du was? Spulst du? Ja, online aktiv werden. Micro Millions ist am Sonntag. $22-Turnier, 1 Million garantiert auf PokerStars. Lohnt sich, ist dann halt auch mal was für den kleineren Geldbeutel. Und auf PokerLymp haben wir ein klitzekleines Gewinnspiel dazu, eine Last Longer Bet.
Wer am längsten im Turnier ist von unseren Lesern, kriegt 25 Tacken. Und weil es so schön ist, haben wir auch eine Last Shorter Bet. Wer als erster ausscheidet von unseren Lesern, kriegt auch 25 Tacken. Einfach vorbeischauen, Nickname eintragen und ja, dann so oder so vielleicht was gewinnen. Und ja, ich werde mich vermutlich auch mal dran versuchen. Problem bei diesem Turnier ist halt, es ist dann doch relativ schnell, aber dauert, wenn an Final Table kommst, einen halben Tag. Es geht um 8 los, das heißt, da muss man sich dann die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Aber gut, Sieger nimmt über 100.000 mit, könnte sich lohnen. Passt, fein. Ich weiß nicht, ob ich das spielen kann. Sabine wird es vielleicht spielen. Ja, siehst du. Die mag sowas. Doch, doch.